Moin, hallo und willkommen zurück zu First Time in Rome. Wir sind hier bei Paolo und ja, Paolo hat noch was zu sagen. Oh, hallo. Habt ihr mit Opa gesprochen? Diesmal habe ich es wirklich vermasselt. Ja, aber weißt du, ich glaube, wenn du ein wenig in anderen Bahnen denkst, dann kann dir etwas wirklich Gutes einfallen. Vielleicht, tja, aber nichts wird sich ändern, wenn ich weiter Trübsal blase. Entschuldige mich, ich muss etwas nachdenken. Hoffentlich kann er wenigstens wieder etwas selbstbewusster werden. Ja, das hoffe ich auch, aber nun gut, lass uns zu Tessa gehen. Wir brauchen vier Wellen. Da sind vier Wellen. Gemälde, was haben wir hier? Das ist eine Lücke im Regal. Dann stellen wir die Lücke dahin. Okay. Champagnerkorken, hier. Das ist ganz wichtig. Ein Riesenregal, wir brauchen nur einen Champagnerkorken. Zwei Pfeile Granatapfel. Bring die Scherenklinge an. An was? Lege die Pinsel auf die Palette. Granatapfel, zwei Pfeile, lineale Bürsten. Oh je. Oh je, oh je. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was hier... Da ist das Fragezeichen schon mal. Hier ist der Gong. Wo ist denn der Gong? Da ist der Gong. Scherenklinge. Ich habe keine Ahnung. Hier ist die Palette. Wo sind die Pinsel? Da ist die Scherenklinge. Ich weiß nicht genau, wo wir das anbringen sollen. Eine Amphore. Das ist keine Amphore. Da, die Amphore. Das ist ein Ding. Wie ist denn das Ding? Hab ich vergessen. Granatapfel. Ist das ein Granatapfel? Granatapfel ist eigentlich rot normalerweise. Sehe ich jetzt aber gerade nicht. Da ist ein Granatapfel. Der hat nämlich diese komischen roten Kerne da drin, oder was das ist. Lineal. Genial, lineal. Wo ist denn das? Nichts zu sehen. Zwei Pfeile. Der Bundesstudent tot, wie immer. Pfeil. Zählt das als Pfeil? Das blitzt, aber es. Okay, es zählt nicht. War ein Versuch wert. Die Pinsel auf die Palette. Da ist eine Tänzerin. Was haben wir hier? Diese Ecke könnte etwas Licht gebrauchen. Okay, Licht kann ich da nicht wegnehmen. Wo haben wir denn? Haben wir hier noch mehr Licht? Leuchtturm? Wo kann ich denn Licht wegnehmen? Da könnte ich Licht wegnehmen, okay. Kürbis. Da. Okay. Gemälde. Hier. Okay, dann müssen wir drehen. Das passt. Und das war schon richtig. So rum. So rum und so rum. Okay. Bürste, Lineal. Das sind alles Dinge, die ich wieder nicht sehe hier. Bürste, Lineal. Da ist das Lineal. Kombinieren wir jetzt mit, ist egal. Soldaten wurden im antiken Rom mit Solarium Argentum bezahlt, das zum Teil aus Salz bestand. Das moderne Wort Salär stammt von diesem Ausdruck ab. Okay. Zwei Pfeile brauchen wir noch. Drei Wellen. Da ist eine Welle. Da ist eine Welle. Die habe ich die ganze Zeit natürlich nicht gesehen, weil ich da nicht drauf geachtet habe. Da ist noch eine Welle. Eine Bürste brauchen wir noch. Was ist das hier? Keine Ahnung. Bürste ist hier. Zwei Pfeile. Tja, wo diesen weiß ich auch noch nicht genau. Da ist ein Pinsel. Zur Palette. Scherenklinge. Hier ist die Schere. Das ist eine Schere. Aber ich weiß nicht genau, was ich da noch suchen muss. Zwei Pfeile brauchen wir noch. Wo sind denn diese Pfeile? Da. Okay. Das war aber Dingens. Das war nur die Dingens selber. Ich hätte die mit Griff da hingelegt, dann sieht man das besser, dass das auseinander ist.
weil da fehlte nur die Spitze, die Scherenspitze, und das war gerade ein bisschen merkwürdig. Weil hier noch Dingens dran war. Tja, ich finde die Pfeile gerade nicht. Da ist einer. Ey, ich wollte gerade sagen. Wo ist Nummer 2? Wo befindet sich der zweite Pfeil? Ich hätte den hier genommen, der Blitz, aber der zählt nicht. Irgendwo muss ich noch einen Pfeil verstecken. Das ist für das letzte Item und ich finde es nicht, ne? Wo ist der letzte Pfeil? Ja, nichts zu sehen hier. Da hinten irgendwo? Ne, auch nicht. Ach komm, wir suchen da nicht weiter hier. Okay, den habe ich nicht gesehen. Der war natürlich wieder in der Mitte, wie immer. Muss mehr in die Mitte gucken, wa? Aber dann, wenn ich in die Mitte gucke, dann finde ich es außen wieder nicht. Ach, naja. Hallo ihr zwei, ich habe den Reiseplan schon mehr oder weniger fertiggestellt. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen? Mal sehen, ja, das sieht toll aus. Wunderbar, morgen früh geben wir den neuen Reiseplan durch. Bis dann. Und ich muss jetzt mal gerade meine Stimme erstmal wieder gerade korrigieren hier. Das gibt's doch nicht. Da habe ich auch schon ein Kloß im Hals. Hey Leute, bevor wir mit der Arbeit beginnen, möchte ich, dass wir zuerst jemanden besuchen. Gut, wir folgen dir, Tessa. Oh hey, was macht ihr denn hier? Banane. Banane kann ich lesen. Da. Berg? Wo ist der Berg? Da ist der Berg. Flöte. Flöte sehe ich jetzt gerade nicht. Ein Dolch. Flöte und Dolch. Wo haben wir die Sachen denn hier? Vier Origami. Origami haben wir hier. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Und wo ist das letzte? Das letzte Origami ist... da oben. Okay, eine Flöte brauchen wir immer noch. Sehe ich jetzt aber gerade nicht, hier muss es zugeben. Hammer, Saxophon, was ist hier? Der Staub muss weg, ich muss es säubern. Okay, hier ist ein Staubwedel. Ein Juwel. Puh, da. Nee. Das ist zwar fies. Ein Juwel? Was haben wir denn hier noch? Das könnte eine Schneeflocke sein. Sektur Juwel. Das ist Juwel, alles klar. Kamera? Nein, Kamera ist nicht. Sektor. Was ist denn das? Das, nein. Das. Flasche. Mail auch nicht. Was ist das denn? Stern? Teddybär? Golfschläger? Nein. Gezink. Gesektur. Keine Ahnung. Zuckerstange. Okay. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist. Eine Uhr brauchen wir hier. Ich brauche noch eine Flöte. Zwei Illenpässe. Zwei Pinsel. Pinsel 1, Pinsel 2. Okay, Fragezeichen sehe ich jetzt aber gerade nicht hier, muss ich zugeben. Wo haben wir denn... Da ist die Flöte. Die ist aber fies versteckt gerade. Ein Dolch brauchen wir noch. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Und das Fragezeichen sehe ich auch gerade nicht. Oder ist hier kein Fragezeichen? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist jetzt mal kein Fragezeichen da. Hoffe ich zumindest. Akme... Nee. Kmanira... Lolo... Tough. Was ist das denn?
Irgendwas mit Foto? Foto? Foto, Foto? Nein. Ionsen. Sonne. Den Dolch finde ich hier aber gerade nicht. Ich finde hier einen Hammer. Ich finde eine Trompete. Saxophon. Dolch. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Oh, das ist irgendwas anderes. Das weiß ich auch noch nicht genau, was das hier sein soll. Das ist Fragezeichen. Da war doch ein Fragezeichen, okay. Eines der wichtigsten Werke der Vatikanischen Museen ist die Laocoon-Gruppe, eine Marmorskulptur, die Papst Julius II. Kaufte und 1506 im Vatikan ausstellte, okay. Das wusste ich nicht, aber das werde ich wahrscheinlich auch wieder vergessen haben. Spätestens nachher, wenn ich mich hinlege, wird das wieder ausgeblendet sein. Zwei Dinge, die ich noch brauche und zwei Dinge, die ich nicht finde. Das ist ein bisschen doof. Da muss ja noch was zu finden sein hier. So ein Pfotenabdruck? Fotoabdruck ist es nicht, nein, nein. Was könnte das sein? Zum Aniera Lolo Taf. Ich habe keine Ahnung. American Football. Oh, Backe. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Den Dolch brauche ich noch. Den finde ich aber nicht. Hier ist ein Hammer. Die Dolchstoßlegende. Hier ist ein Stab. Der bringt mich aber auch nicht weiter. Wo ist denn das letzte Item? Ich finde es nicht. Ich sehe es nicht. Jetzt habe ich in der Mitte geguckt und jetzt finde ich hier das nicht. Jetzt muss ich außen gucken. Das kann doch nicht so schwer zu finden sein hier. Ich meine, das ist das Dolch. Ich würde gerne ein Ding mal komplett abschließen, damit ich sagen kann, hey, ich habe ein Ding abgeschlossen. Das zählt nicht, ne? Nein. Das hätte mich auch gewundert. Wäre zu einfach. Hier ist noch ein Hammer. Der bringt mich auch nicht weiter. Aber das letzte Item macht mich wieder fertig hier. Hier ist auch nichts, ne? Unten in der Ecke oder so. Zitronen. Das zieht auch nicht hier. Was ist das eigentlich hier? Das ist ein Sonnengott, ne? Kann das sein? Bin ich sicher. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Chamäleon. Ne, von dem, was ich sehen kann, finde ich den Dolch gerade nicht. Ha? Schal. Ne, wo soll denn der sein? Boah, das habe ich nicht gesehen. Ich habe mich auf die Affen konzentriert, auf das Bild und genau dazwischen liegt das Ding. Ne? Du hast Kunstgalerie für den Tag und irgendwas im Modus freigeschaltet. Menno. Fast geschafft. Ihr hättet euch nicht so viel Mühe machen müssen, um mir zu danken. Ich habe nur einen Freund zugehört. Das ist nichts Besonderes. Trotzdem, dein eigener Reiseplan, was? Er wird nicht leicht sein, deinem Boss umzustimmen, aber ich drücke dir die Daumen. Also an die Arbeit. Erster Halt, das Forum Romanum. Ja, das ist doch was, mit dem ich was anfangen kann. Hier, das kommt dann gleich in die Ecke. Okay, oder nicht? Das kommt in die Ecke, alles klar. Forum Romanum. Ist das nicht diese Ausgrabungsstätte oder so? Bin mir nicht sicher. Passt auch nicht, okay. Das kommt da schon mal hin, das kommt da hin. Kann ich schon mal ein paar Sachen wegpacken hier. Das kommt da hin. Erstmal ein bisschen Platz schaffen hier gerade. So, das kommt da hin, das kommt hier hin. Nicht ganz. Das kommt dahin. So, jetzt passt es. Das kommt dahin. Mal gucken hier, wo haben wir denn? Da
Das kommt dahin. Das kommt dahin und... das passt leider nicht hier. Das kommt dahin. Das passt leider nicht. Das passt da aber hin. Das passt da dann hin. Okay. Das kommt dahin, das kommt hier hin. Das kommt... gute Frage, da nicht hin. Das passt auch nicht. Okay. Das muss nach oben. Noch irgendeine abgefahrene Kante hier. Ich suche eine abgefahrene Kante. Das kommt dahin. Das passt nicht. Wo haben wir denn die kleine Ecke, die noch da unten hin muss? Das kommt dahin, das kommt hier hin. Das kommt dahin, das kommt oben drauf. Okay, dann kommt das in die Ecke. Das kommt dahin, das kommt dahin und das kommt da unten. Okay. Du hast Forum Romano für Fototagebuch freigeschaltet, alles klar. Das Forum Romano ist in echt nicht nur viel schöner, sondern auch viel größer. Das viele Laufen hat mich hungrig gemacht. Zum Glück steht als nächstes ein Mittagessen in einem meiner Lieblingsrestaurants an. Es ist zwar nicht sehr bekannt, aber die Pasta dort ist göttlich. Und das hört sich gut an, dann schnell dorthin. Das ist linear wieder. Das Lineal verfolgt mich jetzt auch hier. Okay. Schlüssel, Filmrolle, Benzinkanister. Filmrolle ist hier. Benzinkanister, drei Tassen. Da ist eine Tasse. Zweite Tasse. Spinnennetz. Oh, hier die Dart. Da ist der Dart. Pikass ist hier. Motorrad haben wir hier, aber da fehlt irgendwas. Oh, das muss immer zusammengebaut werden. Die Vespa. Das Hauptverkehrsmittel, würde ich sagen, in Italien, oder? Oder eins der Hauptverkehrsmittel in Italien? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal schon. So. Okay, das war ziemlich nass gerade. Wir brauchen noch eine Tasse. Fragezeichen haben wir hier. Spindel, Wasserkocher ist da. Buchstabe M. Stern. Buchstabe M ist hier. Spinnennetz, Stern. Fragezeichen. Zwar wurde die Pizza noch in Rom erfunden, haben viele andere italienische Gerichte. Nee. Zwar wurde die Pizza nicht in Rom erfunden, haben viele andere Gerichte, italienische Gerichte, sehr wohl römischen Ursprung. Einige Beispiele sind Nudelgerichte wie Carbonara und Cacio e Pepe. Da war ein nicht zu viel drin. Wirf den Bowlingpin um. Da ist der Bowlingpin und wo ist die Bowlingkugel? Da ist die Bowlingkugel, okay. Umgeworfen. Bring den Fehlball zum Schläger. Der Schläger ist da hinten. Hänge die fehlende Socke auf. Wo denn? Wo denn, wo denn? Muss ich die Socke hinhängen? Hänge die Socke auf. Da hinten? Nein. Wo ist denn die, da ist die andere Socke, okay. Also Schlüssel. Ein Lineal brauche ich noch und eine Tasse. Lineal und Tasse. Wo ist die zweite Tasse? Beziehungsweise die dritte Tasse jetzt hier. Und das Lineal. Dritte Tasse und das Lineal. Das Lineal kann auch hochkant liegen. Das lag zumindest bei Dings hochkant. Jetzt finde ich das letzte Ding jetzt wieder nicht. Das gibt es doch nicht. Tasse und Lineal. Tasse und Lineal. Das ist aber kein Wasserkocher hier, ne? Nee. Hm. Wo ist die letzte Tasse?
Und das Lineal sehe ich auch gerade nicht. Hier. Da ist das Lineal, okay. Die letzte Taste, das muss ich noch finden. Jetzt komm schon. Wir müssen mal hier wieder ein Ding komplett fertig machen. Da. Das Restaurant auf dem Bürgersteig für den unbekannten Modus freigeschaltet, okay. Sehr schön. Oh, das war die beste Pasta, die ich je gegessen habe. Ich möchte glatt noch eine oder drei Portionen bestellen. Aha, tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber wir müssen uns auf den Weg zum Castel Sant'Angelo machen. Schließlich wollen wir unsere Reservierung für die Engelsburg nicht verpassen. Oh, die Engelsburg. Also gut, ihr zwei wartet hier, während ich unsere Tickets abhole. Okay. Dann drehen wir das Ganze mal. Das kommt bestimmt nach da oben. Die Engelsburg kommt bestimmt hier hin. Das passt so. Muss das hier hin? Ne, das muss hier rüber. Ne, das passt da, okay. Das passt auch. Das ist gut. Das kommt dahin und das muss ich noch drehen, das kommt dahin. Das kommt dahin, das kommt oben drauf. Das kommt unten drunter. Das kommt dahin, das kommt dahin und dann müssen wir es nur drehen. Perfekt. Du hast Engelsburg, Castel Sant'Angelo für Fototage freigeschaltet, okay. Das ist jetzt aber schon recht lange weg, oder? Ich frage mich, ob etwas passiert ist. Schlechte Nachricht, Leute, ich habe mit dem Personal gesprochen und anscheinend ist unsere Reservierung irgendwie verloren gegangen. Wir haben keine Zeit, um in der Schlange zu warten, also lasst uns erstmal zurück zum Hotel fahren. Dort können wir neue Pläne schmieden. Okay, es hat nicht hingehauen. Nee, es kann ja nicht immer alles hinhauen, ne? Da sind Zwiebeln, Frühlingszwiebeln? Kann man nicht mitnehmen, okay. Na gut, hier können wir mal gerade reingucken. Hier machen wir noch Marienkäfer. Und die Ziffer 8. Okay. Dann machen wir ziehen den Roboter auf. Wo ist denn der Roboter? Da ist ein Roboter. Achso, den Roboter aufziehen. Okay, da. Fülle den Bierkrug. Oh, ein Bier. Bierflasche oder sonst irgendwas? Ne, sehe ich gerade nicht. Bringe den Baseball zum Handschuh. Wo ist der Handschuh? Baseball-Handschuh. Wo versteckst du dich? Da. Fagott, Luftballon ist hier. Fagott sehe ich auch gerade nicht. Frühlingszwiebel T-Rex. Ist hier. Tomaten. Süßigkeit. Den Bierkrug auffüllen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wir machen das irgendwie. Frühlingszwiebeln. Fagott. Fragezeichen hier irgendwo. Sehe ich gerade nicht. Zwei rote Beete. Rote Beete. Ist das eine rote Beete? Jo, das ist eine rote Beete. Das hier auch? Nee, das ist ein Apfel. Da ist noch eine rote Beete. Für den Bierkrug auf Spaghetti-Poster, was? Klick, um die Teile zu drehen. Okay. So, das sieht schon mal gut aus. So rum. Das passt auch. Hier, warte, die müssen in die Richtung. So. Okay. Den Mikro auffüllen, recyceln müssen wir noch. Wo ist denn da? Mit dem Dosenbier. Okay, recyceln. Was haben wir hier? Ein Vogelkäfig. Wo ist denn der Vogel? Hier. Recyceln und recyceln. Was? Recyceln? Recyceln? Und recyceln? Das ist aber schlecht übersetzt. Bicyceln oder sowas hätte ich dann gesagt. Nicht recyceln. Ich kann mit David reden, vielleicht kann er uns ja nützliche Tipps geben. Er ist ein Geschichtsstudent, der gerne Sehenswürdigkeiten besichtigt. Er wird uns sicher helfen können. Das musst du nicht tun, Nicole. Du bist doch gerade ziemlich sauer auf ihn, oder? Wir finden eine andere Lösung.
Schon gut, Mama, ich schaffe das. Außerdem habe ich ihm sowieso noch ein paar Dinge zu sagen. Oh, das ist nicht gut. Da blamiert sie sich gleich wieder. Oh je, oh je. Ich muss schon sagen, das Gelato hier überzeugt mich jedes Mal. Erinnert mich daran, dass ich mir irgendwann das Rezept besorge. Okay, da kommt Signor Giuglimo. Du hast ihm etwas zu sagen, nicht wahr? Ah, Paulos Freunde, wie schön, euch wiederzusehen. Guten Abend, Signore. Hätten Sie einen Moment Zeit für uns? Es geht um Paolo. Schwarze und weiße Instrumententeile. Die da. Grüne Früchte mit gezackten Streifen. Nehmen wir die hier. Ein Punkt mit einem hohen Hut. Was? Ein Punkt mit einem hohen Hut? Das nicht. Okay, was ist denn ein Punkt mit einem hohen Hut? Das auch nicht? Das hier. Auch nicht. Punkt mit einem hohen Hut. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Was ist denn ein Punkt mit einem hohen Hut? Punkt mit einem hohen Hut. Ich habe keine Ahnung. Punkt mit einem hohen Hut. Das hier auch nicht. Ein Punkt mit einem hohen Hut. Aber nicht ein Fragezeichen, ne? Punkt mit einem hohen Hut. Die Glocke ist es auch nicht, ne? Ne, was ist das denn? Was ist ein Punkt mit einem hohen Hut? Ich habe keine Ahnung. Okay. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Sternkreiszeichen der im Mai Geborenen. Sternkreiszeichen der im Mai Geborenen. Ich habe keine Ahnung. Was gibt es denn für Sternzeichen? Muschel gibt es nicht. Schaf gibt es auch nicht. Pferd. Springer. Was haben wir denn hier noch? Im Mai Geborene. Die wüssten das jetzt. Fische, da oben. Nicht? Okay, dann passt es nicht. Tja, was dann? Was gibt's noch für Sternzeichen? Diamant? Das wäre mal ein Sternzeichen, wa? Sonne? Nee, passt nicht alles. Was haben wir denn noch für Sternzeichen? Tja, da fällt mir gerade nichts ein, ne? Fische wäre das Einzige, was ich da oben gesehen habe jetzt hier, als Sternzeichen, was da in Frage kommen würde. Was gibt's denn noch für Sternzeichen? Stier. Der Stern, der Erde am nächsten ist. Der Mond. Oder die Sonne? Nein, die. Okay. Ausgewachsene Raupe, das ist ein Schmetterling. Das Werkzeug des Mathematikers. Das Werkzeug des Mathematikers? Ich nehme mal das Fragezeichen an, bevor ich das vergesse. Die Kuppel des Pantheons war etwas mehr als 1300 Jahre lang die größte der Welt, bevor ihr 1436 die Kuppel der Santa Maria del Fiore diesen Titel abnahm. Okay. Das Werkzeug des Mathematikers. Taschenrechner. Läutet bei Hochzeiten die Glocke? Ein hohes Denkmal. Ein Turm? Nein. Ein hohes Denkmal. Hohes Denkmal. Eiffelturm und so habe ich hier nicht, ne? Passt aber auch gar nicht, weil wir sind ja nicht in Paris. Ich hätte gesagt, ein Turm hier wäre vielleicht was, aber das ist das denn hier eigentlich eine Zuckerstange? Keine Ahnung. Ein hohes Denkmal. Was habe ich denn noch als hohes Denkmal jetzt mal anklicken? Nichts, das mir auffallen würde. Schnecke, Pik, Diamant.
Zigarette, 3D-Brille. Kennt dort auch keiner mehr 3D-Brille. Zumindest die alten nicht hier. Ein hohes Denkmal. Das ist ein Riesenkamm hier, oh Mann. Der Obelisk, jo. Der Körper einer Muschel hier. Auf teuren Verlobungsringen. Diamanten. Geschoren für Wolle. Schafe. Geldautomat ist da. Wie eine Schnecke mit Schale da. Oh, wir haben es geschafft. Wow. Bin begeistert. Wir haben aber trotzdem einen Tipp gebraucht. Paolo, was ist mit ihm? Wir haben gestern mit ihm gesprochen. Er war ziemlich aufgebracht. Ich weiß, es steht mir vielleicht nicht zu, das zu sagen, aber ich denke wirklich, sie sollten mit ihm reden. Ich glaube, er hat das Herz am rechten Fleck. Er braucht nur einen Schubs in die richtige Richtung. Ja, das stimmt. Er ist ein guter Junge. Ich werde sehen, was ich tun kann. Grazie. Klick, um die Teile zu drehen. Oh, jetzt kommt, was haben wir denn hier? Was gibt's denn hier Leckeres? Was kann das bloß sein? Das gehört hier hin. Okay, das passt. Das passt, das passt. Das passt nicht. Das passt aber dahin, okay. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Okay, und jetzt müssen wir den Salat hier noch korrigieren. Das gehört da bestimmt hin und das gehört dahin, ne? Okay, soweit so gut. Jetzt kommt da noch was hin. Ist das ein Käsesalat? Irgendwas passt hier nicht. Das sieht besser aus, okay. Das gehört nach da oben, okay. Das sieht gut aus und das sieht gut aus. Sieht aus wie ein Käse, Pilz, Dingens. Du hast Ravioli, achso, Ravioli, okay. Für den Fototagebuch freigeschaltet, alles klar. Die Ravioli waren köstlich, ein wunderbares kulinarisches Erlebnis, das sollten wir irgendwann wiederholen. Wie wäre es, wenn wir wieder zur Engelsburg gehen? Ich muss unbedingt darüber schreiben. Es wäre also wunderbar, wenn du dich darauf konzentrieren könntest. Ah, bist du sicher, dass du das willst? David, bitte. Schon gut, du hast gewonnen. Lass uns woanders hingehen, während ich dir alles erzähle. Okay, wir gehen wieder zum Einkaufsstand, hier wie immer. Finde Objektpaare. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Objektpaare finden, die zusammenpassen. Müssen wir daraus finden, was wir da eine Taube. Okay, die haben wir schon mal gefunden. Katamesser nicht, Helm. Tatsächlich ein Helm. Echt jetzt? Wo müssen wir denn den anderen Helm finden? Der Hut? Der Hut zählt nicht? Das ist aber auch eine Kopfbedeckung. Okay, müssen wir uns merken. Magnet und Magnet habe ich schon gesehen. Okay. Football. Und Tennisball. Zählt auch nicht. Da ist der Hut und da ist der Hut. Tennisball und Tennisball. Fragezeichen. Mit ca. 900 Kirchen besitzt keine andere Stadt der Welt mehr christliche Kirchen als Rom. Die älteste dieser Kirchen ist die Basilika, die Santa Maria in Trastevere. Okay. Auch nicht schlecht. Katamesser brauchten wir nicht. Okay, was haben wir denn sonst noch im Angebot? Der Football noch hier. Mit was kann ich den Football denn kombinieren? Mit dem Football. Das macht Sinn, okay. Wir brauchen noch ein bisschen was anderes. Da haben wir den Handschuh. Und wo ist der andere Handschuh? Handschuh und... Passt nicht. Wir müssen echt einen echten Handschuh finden. Da. Also immer das gleiche. Okay. Definitiv das gleiche. Beim letzten Mal war das nämlich ein bisschen anders, weil das waren so ähnliche Dinger, die aber zusammengehören halt. Das hat mich halt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Hier, nee, das sind zwei verschiedene. Eine Schneekugel? Wo ist denn die andere Schneekugel?
Da oben. Okay, uns fehlen noch drei Objektpaare. Der Nussknacker und Nussknacker. Okay, für die Objektpaare noch. Zwei Paare noch. Das nicht, das nicht. Wollknoll und Wollknoll habe ich schon gesehen, okay. Was haben wir jetzt noch? Das letzte Objektpaar. Haben wir hier noch irgendwas zum Anklicken? Nein, okay, die brauchen wir nicht. Schnecke auch nicht. Cuttermesser Pi. Trillerpfeife mit. Wo ist denn die andere Trillerpfeife? Trillerpfeife hier. Direkt nebeneinander. Du hast Lebensmittelladen an der Ecke für die Nacht für den unbegrenzten Modus freigeschaltet. Alles klar. Nice. Das lief ja ganz gut. Und wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.